Sie liefert das bekannteste und wohl auch wichtigste Grundnahrungsmittel der Welt. Schmeckt wie Milch. Im Supermarkt bekommen wir den Liter Milch schon für 55 Cent. Auf den ersten Blick gut für uns Verbraucher. Doch das Schnäppchen hat seinen Preis. Immer mehr Molkereien machen dicht. Wo müssen Sie denn hin danach? Ja, dann fahren wir damit zum Molkerei nach Belgien. Die Milchbauern kämpfen um ihre Existenz. Wie lange reicht die Luft noch? Ein Jahr wird sie nicht mehr reichen. Nee. Bedeutet billige Milch das Aus für die bäuerliche Landwirtschaft? Ja. Wir erzielen im Moment ungefähr 10.000 bis 12.000 Euro weniger als im Jahr zuvor. Was können wir Verbraucher dagegen tun? Regionale Milch kaufen? Wenn man sich die Verpackung mal genau anschaut, dann steht eigentlich nichts oder es ist nirgends vorgegeben, dass sie jetzt wirklich auch aus der Eifel kommt. Ich bin Dieter Könnes, WDR-Reporter. Ich bin heute für Sie unterwegs, um herauszufinden, warum die Milch so billig ist, dass Bauern nicht mehr davon leben können. Eigentlich ist es nur Milch. Doch das Angebot ist erschlagend. Von billig über fair, bio, alpenfrisch, regional bis hin zur Weidemilch. Die Preise schwanken zwischen 55 Cent bis zu 1,40 Euro pro Liter. Wie soll man sich da entscheiden? Was ist bei Ihnen letzten Endes das Kaufargument? Geld. Der Preis? Warum ist es ausgerechnet diese? Weil ich, wenn ich hier einkaufe, immer bio einkaufe. Was ist der Grund? Weil ich möchte, dass die Tiere vernünftig leben und auch so wenig wie möglich Chemie im Essen ist. Jetzt haben Sie hier zugegriffen. Warum jetzt gerade bei der? Weil der Bauer mit der Kuh da drauf ist. Weil der Bauer mit der Kuh da drauf ist? Ja. Die Bauern kriegen die am wenigsten von dieser Milch. Die Zwischenhändler oder überhaupt die Händler, die verdienen an der Milch. Und die Bauern, die verdienen so wenig, dass sie manchmal die Milch wegschütten. Ne? Und das finde ich traurig. Alle verdienen, nur nicht der Erzeuger? Ich beginne meine Recherchen auf der größten Lebensmittelmesse der Welt, der Anuga in Köln. Dieses Jahr sind allein im Bereich Milchwirtschaft fast 400 Aussteller vertreten. Während drinnen die ersten Geschäfte abgeschlossen werden, wird es vor der Anuga laut, sehr laut. Milchbauern sind angereist. Aus der Eifel, dem Westerwald, dem Münsterland oder dem Oberbergischen Land. So unterschiedlich ihr Wohnort, so gleich ist ihre Wut. Wo kommen Sie her? Vom Günther Jörte, von Gommersbach, aus dem Reishof. Wie lange waren Sie unterwegs? 3 Stunden. 3 Stunden? Ja. Was kriegen Sie für die Milch? 24 Cent. 24? 24 Cent. Und wenn das so weitergeht, noch ein gutes Jahr, dann mache ich meine Türen zu. Stirbt der Bauer aus? Die Familienbetriebe. So die gesunden Familienbetriebe wird es dann nicht mehr geben. Warum macht er das? Die Gegenfrage, was würden Sie denn machen, wenn Sie Ihr Gehalt mal eben um ein Drittel kürzen würden? Ist das so, ein Drittel weniger für Sie? Teilweise sogar mehr wie ein Drittel. Mir wird schnell klar, hier geht es nicht ums Jammern, hier geht es ums nackte Überleben. Wütend? Jawohl. Wir stecken jedes Monat 7.000 bis 8.000 Euro in den Betrieben rein. Die Rücklagen sind genommen worden. Und jetzt vorige Woche haben wir das erste Geld an der Bank geholt. Wie lange kommen Sie noch klar? Meine Frau schimpft schon. Die sagt, ich gebe euch noch bis April. Und dann wird der Betrieb dicht gemacht. Und alle glauben, den Grund der Krise zu kennen. Es ist einfach zu viel Milch am Markt. Das ist mit allem so. Ich kann auch sehr, aber die produzieren doch Sie. Also die alle die bauen. Die produzieren mir. Ja, sind Sie dann nicht ein bisschen mit Schuld? Oder? Selbstverständlich. Aber Sie kriegen doch nicht 80.000, 85.000 Milchviehbauern alleine in Deutschland. So einfach zu sagen, wir machen das nicht. Die Milchbauern sind enttäuscht und fühlen sich von den eigenen Vertretern im Stich gelassen. Da steckt die Politik dahinter, die sagt, wir haben globalisierte Märkte. Das geht gar nicht, eine Reduzierung. Da steckt unser berühmter Deutscher Bauernverband, der die Lobby hat, der in der Milchindustrie ganz oben steht. Unterstützt er Sie denn? Nein, ich bin nicht mehr. Und alle, die meisten, die hier vom BDM sind, die sind nicht mehr im Bauernverband. Warum? Weil der die Familienbetriebe hängen lässt. Bis April 2015 gab es die Milchquote. Sie sollte die Überproduktion verhindern. Richtig funktioniert hat das nicht. Auch mit der Quote gab es große Milchpreiskrisen. Hier auf der Demo
sind sich alle einig. Man will einen fairen Milchpreis in Europa, keine neue Quote. Was kann denn dann Landwirtschaftsminister Schmidt überhaupt machen? Hat er Einfluss? Hat er Möglichkeiten? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der muss auf europäischer Ebene sagen, es kann so nicht mehr weitergehen. Die Betriebe gehen uns vor die Hunde. Ja. Tut er das? Macht er das? Nein. Also vertritt er Ihre Interessen? Nein, in meinen Augen noch nicht. Aber wir werden ihn dabei hinbringen. Was würde Landwirtschaftsminister Schmidt wohl auf diese Kritik antworten? Doch es ist nicht nur die Enttäuschung auf die Politik. Die Bauern sehen vor allem die Molkereien in der Pflicht. Welche Rolle spielen denn letzten Endes die Molkereien? Weil ich habe das bisher so verstanden, dass die Bauern Genossen sind und die Molkereien die Bauern letzten Endes vertreten. Nein. Wer wird denn dann unterstützt? In meinen Augen ist es so, dass die Politik sich freut, dass die Bauern die Bevölkerung mit billigen Lebensmitteln versorgt und die Molkereien halten ihre Marge. Egal ob bei 25 Cent oder bei 40 Cent. Die Marge für die Molkerei bleibt immer die gleiche. Stimmt dieser Vorwurf? Sind die großen Molkereien nur noch Scheingenossenschaften, die sich an ihren eigenen Genossen bereichern? Ich gehe nochmal auf die Messe. Der Stand vom Deutschen Milchkontor, der größten deutschen Molkereigenossenschaft, ist kaum zu übersehen. Hallo. Mein Name ist Könnes vom WDR. Ja. Das Deutsche Milchkontor. Jahresumsatz 2014 5,3 Milliarden Euro. 26 Standorte in Deutschland, 8.900 Genossen. Ich frage die netten Damen am Stand, ob ich mit dem anwesenden Vertriebschef reden kann. Er möchte aber nicht. Stattdessen kommt eine Mitarbeiterin von der Marketingabteilung. Wissen Sie zum Beispiel den aktuellen Milchpreis, den Sie an die Landwirte zahlen? Den weiß ich, aber das sind Fragen, die würde ich nicht hier an dieser Stelle kommentieren. Ne? Dazu kann ich keine Aussage treffen. Also Sie wissen den Preis und wollen Sie ihn nicht sagen? Ja genau, ich darf dazu nicht sagen, weil es gibt die offizielle Pressesprecherin und die Presseanfragen dann auch bearbeiten. Aber was ist denn an der Bekanntgabe des Milchpreises für ein Geheimnis? Ich kann es nicht. Ich bin dazu nicht autorisiert. Nicht autorisiert. Dabei will ich nur den Milchpreis wissen. Mehr Glück habe ich bei der Molkerei Ammerland. Guten Tag, mein Name ist Dieter Könnes von WDR. Hallo. Ja. Haben Sie draußen die Demonstration mitbekommen zu der Milchpreisproblematik in Deutschland, dass einige Bauern demonstriert haben vor der Messehalle? Nee, habe ich nicht. Nee? Nein. Was zahlen Sie den Landwirten? Wie ist der Milchpreis in Niedersachsen zurzeit? Wir zahlen ca. 27 Cent. Ja. Wobei natürlich diese Monatsbetrachtung immer auch abhängig ist von dem, was gelaufen ist. Also das wird wahrscheinlich die nächsten Monate etwas runtergehen. Ja. Wahrscheinlich, aber genau können wir das nicht sagen. 27 Cent, das geht nochmal runter? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Können die Bauern in Niedersachsen davon leben? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das können eigentlich nur unsere Landwirte beantworten. Wir haben den Kasten Wasser, der kostet da meinetwegen 6 Euro ja. Und die Flasche umgerechnet 60, 70 Cent. Mhm. Und ich habe da auf der anderen Seite dieses hochwertige Produkt Milch. Mhm. Und es ist zum Teil sogar noch günstiger. Ja. Dahinter steckt aber nicht Wasser, sondern eine Kuh, Landwirt, Futter. Ja, am Ende, der Gesamteinsatz ich weiß, was Sie meinen, aber wir verkaufen keine Wiesen, wir verkaufen auch keine Kühe. Ja, so, wir sind Marktteilnehmer, wie viele Molkereien, auch in Deutschland oder auch international Marktteilnehmer. Und der Preis bildet sich am Markt. Ja. Ja, so, der Preis bildet sich am Markt, der Preis bildet sich durch Angebot und Nachfrage. Knallhartes Gesetz. Ja, genau. Ich will es genauer wissen und fahre an den Niederrhein, eine der größten Milchregionen in Deutschland. Im Stall von Elmar Hannen in Kleve stehen 120 Milchkühe. Seit über 20 Jahren ist er schon Milchbauer und musste mit ansehen, wie er für die Milch im Laufe der Jahre immer weniger bekommen hat. Als ich den Betrieb übernommen habe, die erste Milchgeldabrechnung, die auf meinen Namen gegangen ist, war eine D-Mark pro Liter Milch. Und das war 1991. Eine D-Mark pro Liter Milch, das sind 50 Cent? Ja. Ein Traum? Ja. Nur die Entwicklung ist rückwärts gegangen, definitiv. Die Haltung der Kühe bei Emma Hannen ist durchaus üblich. Offener Stall mit etwas Freilauf für die Tiere, aber auch Weidezugang. Das Kraftfutter kommt aus Brasilien zur Leistungssteigerung. Den Futtermais baut er selbst an. Die Gülle der Tiere landet unter anderem in der eigenen Biogasanlage. Und wenn die Kuh soweit ist, geht sie selbstständig zum Melkroboter. Doch automatisch Geld verdienen tut Elmar Hannen nicht. Im Gegenteil.
Wir produzieren ungefähr 100.000 Liter Milch im Monat. Sie mit Ihrem Betrieb? Wir mit unserem Betrieb und erzielen im Moment ungefähr 10.000 bis 12.000 Euro weniger als im Jahr zuvor. Sie machen die gleiche Arbeit hier jeden Tag, Sie haben die gleichen Kühe, alles ist gleich und verdienen von heute auf morgen im Jahr drauf pro Monat 10.000 Euro weniger. Definitiv. Die Frage ist, wem sollen wir unseren Unmut kundtun? Ja, da frage ich Sie, wem? Ja, genau. Der Politik, dem Lebensmitteldiscount, unseren Molkereien. Es ist sehr schwierig, da den richtigen Ansprechpartner zu finden. Seine Kosten könne er nicht weiter runterschrauben, sagt Hannen. Sein Betrieb sei technisch modern, die Familie arbeite quasi umsonst mit. Und er weigert sich, bei Tierarzt und Haltung zu sparen. Er gibt mir seine Monatsabrechnung der Ausgaben pro Liter Milch und rechnet vor, für Aufzuchtkosten, Kraftfutter, selbst angebautes Futter, für Tierarztkosten oder Medikamente, Wasser, Strom und Abwasser, für Löhne und Gehälter, Leasing, Maschinen, Schmierstoffe, für Gebäudebau und Unterhaltskosten kommt er insgesamt auf 32 Cent Kosten pro Kilo Milch. 32 Cent Kosten. Damit er aber überhaupt was verdient, versichert er mir, bräuchte er mindestens 42 Cent. Denn was in dieser Rechnung fehlt, sei der Gewinn, die Altersversorgung sowie die betrieblichen Rücklagen. Sein Betrieb, so familiär er auch wirkt, ist bereits Teil der internationalen Milchindustrie. Denn Hannen ist Genossenschaftsmitglied bei der Molkerei Ala, der Nummer 3 in Deutschland. Wo müssen Sie denn hin danach? Ja, dann fahren wir damit zum Molkerei nach Belgien. Warum denn nach Belgien? Die Verarbeitungsstrukturen hier im Kreis Kleve sind alle weg. Also Ihre Milch geht jetzt nach Belgien? Ja, umweltbewusst, oder? 200 Kilometer auf dem Bock, um in Belgien verarbeitet zu werden. Mussten Sie immer schon so weit fahren? Vorher bin ich immer zum nächsten Dorf gefahren, nach Niederwörmt. Da war von uns ja, gute 30 Kilometer. Da war eine Molkerei? Ja, und warum eine Käserei. Und die haben zugemacht. Warum? Sind von Campina übernommen worden oder Friesland Campina und die haben dann diese kleine Molkerei stillgelegt und die Produktion nach Holland verlagert. Ist das ein Einzelfall oder sind viele kleine Molkereien von der Wildfläche verschwunden? Hier in Eismeer. Ja, hier in Apeldoorn, genau dasselbe Spiel, übernommen worden von einem großen Konzern, stillgelegt und tschüss. Ist jetzt Bauruine da. Das ist Konzernpolitik. Effiziente Verarbeitung ist wichtiger als regionale Zuordnung. Die Milch wird nach Belgien gefahren. Nahezu jede Stadt, jede Region könnte sich eigentlich mit regionaler Milch versorgen, sagt Hannen. Wo seine Milch am Ende landet, wisse er nicht. Was ich heute bei Elmar Hannen gelernt habe, ist, das Kraftfutter kommt aus Übersee. Die Milch landet auf dem Weltmarkt. Am Niederrhein hat eine der milchintensivsten Regionen immer weniger Molkereien. Und der Bauer produziert weit unter Kostendeckung. Völlig absurd. Oder ist das der ganz normale Milchwahnsinn? Noch am gleichen Tag fahre ich weiter nach Kerum am Niederrhein zu einer ehemaligen Molkerei. Sie wurde vor einigen Jahren von Friesland Campina Konzern übernommen und 2012 geschlossen. Seitdem hat sich hier nichts mehr getan. Das Gelände ist verwaist. Eine verfallene Industrieruine. Was war hier los? Ein paar Meter weiter an einem Zaun frage ich einen Mann, der hier wohnt. Haben hier viele gearbeitet? War der größte Arbeitgeber im Stadtgebiet. Ja. Der größte? Ja. Und über 200 Leute. Wenn Sie jetzt sagen, Sie kommen hier aus der Region und dann verschwindet so ein Stück, was kann man sagen? Ist das auch so ein Stück Tradition oder? Ja, das auf jeden Fall. Vor allem, weil in den letzten 10 Jahren sind ja diese Hallen sind ja alle noch gebaut worden. Mit Riesenaufwand und Fläche verschwindet und das liegt jetzt still. Kurz vor der Schließung habe die Stadt noch ein neues Klärwerk bauen lassen. Das ist jetzt, nachdem die Molkerei geschlossen wurde, viel zu groß. Die Mehrkosten tragen die Bürger. In Sichtweite der Molkerei liegt der Hof von Familie Rös. Sie lebt mit ihren 150 Tieren ausschließlich von der Milchproduktion. Jetzt ist ein Steinwurf von Ihrem Hof entfernt, eine ehemalige Molkerei. Haben Sie da früher auch Ihre Milch abgegeben? Ja, ich wäre die dritte Generation gewesen, die zu dieser Molkerei liefert. Mein Großvater hat dort geliefert, mein Vater hat dort geliefert.
Und im Jahre 2000 hat die Molkerei unsere Verträge aufgekündigt und war an unserer Milch nicht mehr interessiert. Es war der Friesland-Konzern aus den Niederlanden zur damaligen Zeit. Seitdem fährt auch die Milch von diesem Hof über 100 Kilometer durchs Land bis zur Verarbeitung. Noch verrückter aber ist, was mir Gerhard Röß über die Milch erzählt, die in Kerum verarbeitet wurde. Bis zur Stilllegung haben die ausschließlich hier an diesem Standort holländische Milch verarbeitet. Keinen einzigen Liter aus Deutschland? Keinen einzigen Liter aus Deutschland. Da werde ich später bei Friesland Campina nachhaken. Das Ehepaar Röß hat zwei Töchter. Eine würde später gerne den Hof übernehmen. Es ist eine Freude mit anzusehen, wie sehr sich die beiden für den elterlichen Betrieb begeistern. Doch reicht Begeisterung aus, um am Ende zu überleben? Angenommen, der Milchpreis bleibt jetzt noch ein Jahr im Keller, dann wie lange reicht die Luft noch? Ein Jahr wird sie nicht mehr reichen. Nee. Ein Jahr wird sie nicht mehr reichen. Und Sie sind in der dritten Generation? Ja. Auf diesem Standort in der vierten. Wir waren nur die dritte Generation, die nach Wörmern lieferte. Wer oder was ist Friesland Campina? Im Internet werde ich schnell fündig. Friesland Campina ist eine Genossenschaft von Milchviehhaltern. Aber es ist auch ein Unternehmen. Royal Friesland Campina. Es besteht inzwischen seit etwa 140 Jahren. Friesland Campina ist ein Milchgigant. Jahresumsatz 2014 11,3 Milliarden Euro. Standort in 32 Ländern mit rund 19.000 Milchgenossen. Ich schreibe den Konzern an und bitte um ein Interview. Ich will vor allem wissen, was damals in Kerum am Niederrhein gelaufen ist. In der Zwischenzeit verabrede ich mich mit Hans-Josef Kuipers. Er ist Wirtschaftsförderer für den Kreis Kleve. Seit vielen Jahren beobachtet er mit zunehmender Sorge, was in seiner Region geschieht. Die Landwirtschaft hat für uns eine hohe Bedeutung. Bis zu 10.000 Menschen arbeiten bei uns in der Landwirtschaft. Wenn wir die nachgelagerten Bereiche dazu nehmen, sind es viel, viel mehr. Und ich denke mal, dass man vor dem Hintergrund sagen muss, ohne Landwirtschaft wäre diese Region mit Sicherheit nur die Hälfte wert. Jetzt klagen die Milchbauern ja. Seit gut einem Jahr ist der Milchpreis richtig gefallen. Ja, so über den Daumen rund 10 Cent. Was bedeutet das zum Beispiel bezogen auf die Kaufkraft hier für die Region? Das bedeutet nichts anderes, als dass unsere Landwirte etwa 50 Millionen Euro an Kaufkraft nicht mehr zur Verfügung haben, dementsprechend auch nicht mehr in die Region pumpen können, die vorher vorhanden war. 50 Millionen Euro weniger Kaufkraft, Verlust, also in einem Jahr? In einem Jahr. Unsere Landwirte produzieren etwa 500 Millionen Liter Milch. Und wenn dann 10 Cent pro Liter fehlt, dann sind wir bei den 50 Millionen Kaufkraft, die in diesem Jahr nicht mehr da sind. Ich spreche Hans-Josef Kuipers auf die stillgelegte Molkerei in Kerum an. Kann er sich erklären, warum Friesland Campina die Region verlassen hat? Es ist eine Schande, denn da ist eine tiptop wunderbare Anlage realisiert worden, die morgen am Tag wieder laufen könnte. Da ist der Eindruck da, dass vielleicht der Markt sogar verknappt werden sollte damit. Zum Nachteil der Region hier? Zum Nachteil unserer Region, ganz sicher. Bei meinen weiteren Recherchen fällt mir auf, dass ich auf eine ganz einfache Frage keine Antwort bekomme. Woher kommt die Milch, die ich im Supermarkt kaufe? Aus der Region oder vielleicht sogar aus ganz Deutschland? Ich hoffe, dass mir Doris Gräfe von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen weiterhelfen kann. Nehmen wir mal dieses Produkt hier. Eifelmilch. Was muss man zwingend glauben, woher die Milch kommt? Also ich gehe als Verbraucher davon aus, dass die Milch aus der Eifel kommt. Aber wenn man sich die Verpackung mal genau anschaut, dann steht eigentlich nichts oder es ist nirgends vorgegeben, dass sie jetzt wirklich auch aus der Eifel kommt. Erstmal sieht man hier, dass sie abgefüllt ist in Köln. Okay. Und man sieht auch, dass die Milch so ein sogenanntes Identitätskennzeichen hat. Da ist das Bundesland angegeben, Nordrhein-Westfalen und 401. Und man kann in einer Liste nachschauen, welcher Betrieb das ist. Ist denn damit auch klar, dass das eine Kuh aus Nordrhein-Westfalen war, die diese Milch gegeben hat? Das ist damit nicht klar. Es könnte genauso gut von woanders kommen. Nachvollziehbar ist also nur der letzte Ort der Verarbeitung. Gibt man das angesprochene Identitätskennzeichen ein, und zwar auf der Seite des Verbraucherministeriums, kann man nur die Molkerei herausfinden, nicht aber den Hof, wo die Milch genau herkommt. Name des Betriebs: Friesland Campina in Köln.
Genau, das ist im Grunde die Molkerei und das Werk, wo die Milch abgefüllt wird. Diese Molkerei will ich mir genauer ansehen und fahre nach Köln. Alle paar Minuten rollt hier ein Milchtanker an, darunter auch welche aus den Niederlanden. Wie kann da garantiert werden, dass die Eifelmilch tatsächlich aus der Eifel kommt, also ein regionales Produkt ist? Ich versuche spontan, den Werksleiter für ein Gespräch zu gewinnen. Danke. Ich warte und nutze die Zeit zur Recherche und finde schnell eine der letzten Erfolgsmeldungen von Friesland Campina. Der Nettogewinn des Unternehmens ist im ersten Halbjahr 2015 um 85% angestiegen. Zurückzuführen ist dieser Effekt laut Unternehmensangaben auf geringe Beschaffungskosten, den Verkauf höherwertiger Produkte und günstige Währungseffekte. Niedrige Beschaffungskosten? Das heißt, die Milch günstig einkaufen. Und das spricht für die These vieler Bauern, dass die Molkerei sich an ihren eigenen Genossen bereichert. Der Werksleiter würde mir gerne sofort meine Fragen vor laufender Kamera beantworten. Er bittet mich aber, dass ich mir vorher grünes Licht von seiner Geschäftsführung hole. Ja, aber sehen Sie, das sind halt einfach so Dinge, die wären in so einem Gespräch mal interessant. Ich brauche da nicht lange nachhaken. Sie wollen grundsätzlich, was unsere Fragen angeht, dazu kein Interview vor der Kamera geben, richtig? Auf unsere schriftliche Anfrage, ob die Eifelmilch ausschließlich aus der Eifel kommt, schreibt uns Friesland Campina: In der Eifelmilch ist Milch aus der Eifel enthalten. Enthalten? Aber wie viel? 1%? 50? Oder 100%? Um eine Molkerei zu finden, die mit Regionalität und Herkunftsgarantie erfolgreich ist, muss ich bis nach Bayern fahren. Die Milchwerke Berchtesgaden punkten aber nicht nur mit Regionalität. Sie schaffen es auch, den Milchbauern mit aktuell 42 Cent pro Liter einen fairen Preis für ihre Milch zu zahlen. Ich will von Geschäftsführer Bernhard Pointner wissen, wie das möglich ist. Wenn Sie jetzt schon dem Landwirt 42 Cent zahlen, was kostet denn dann Ihre Milch hinterher im Laden? Etwas über einen Euro. Und der Verbraucher zahlt das? Wir haben nicht nur Kunden, bei denen Geld keine Rolle spielt. Wir haben auch viele Rentner, die auch den Cent umdrehen müssen, die aber ganz bewusst die Produkte kaufen, auch weil sie die Landwirte unterstützen wollen, weil sie aber auch hinter der Qualität voll und ganz stehen. Und das Dritte, was man auch nicht außer Acht lassen darf, die Landwirte bei uns im Berggebiet produzieren nicht nur Milch, sondern leisten auch einen Beitrag mit ihrer Arbeit zum Erhalt dieser Kulturlandschaft. Und auch das ist dem Verbraucher ein paar Cent mehr wert. Aber wie gesagt, also dass diese Milchbauern sozusagen nicht von der Bildfläche verschwinden. Ja. Pointner sagt, dass auch seiner Molkerei der Preiskampf um die Milch zu schaffen macht. Denn Milch ab 55 Cent im Discounter drücke auch alle anderen Anbieter nach unten. Ich glaube, dass unsere Landwirte mehr bräuchten als die 42 Cent. Da sind wir auch überzeugt davon. Aber was würde das bei Ihnen bedeuten, wenn Sie den Milchpreis zum Beispiel um 1 Cent erhöhen würden? Der 1 Cent würde bei unserer Betriebsgröße 2,5 Millionen Euro aufs Jahr gerechnet ausmachen. Somit, wenn wir jetzt aktuell 10 Cent mehr zahlen als andere Molkereien, dann nehmen wir 25 Millionen Euro in die Hand. Also es geht um richtig viel Geld. Trotz des Ladenpreises von über einem Euro haben die Berchtesgadener bei der Frischmilch einen Marktanteil von über 30% in Bayern. Das zeigt, der Verbraucher ist offensichtlich bereit, für Regionalität und Fairness zu zahlen. Aber warum wird in der Milchindustrie dann ausgerechnet um den Milchpreis so gerungen? Der Milchpreis ist in der Molkerei mit Abstand der höchste Kostenfaktor. Dann kommt ganz lange nichts und irgendwann kommen dann die Personalkosten und die Energie. Aber wenn Sie in der Molkerei Geld sparen müssen, wollen, dann ist der Milchpreis erste Wahl. Ich fahre zu einem Betrieb, der auch an die Molkerei Berchtesgadener Land liefert. Ich habe mir ganz bewusst keinen malerischen Biobetrieb ausgesucht, sondern einen Hof, wo ganz konventionell Milch produziert wird. Guten Tag. Hallo. Hallo, Vater. Ihren Mann suche ich. Ja, er ist hinten in der Arbeit im Stall. Kann man gerade schauen. Dann gehe ich mit. Ja, bitte. Das Ehepaar Hartl hat 60 Kühe. Sie sind die einzige Einnahmequelle der Familie.
Die Hartels stecken ihre ganze Kraft und Leidenschaft in den Betrieb. Moin! Guten Morgen, hallo! Würden Sie sich selber als Milchbauern bezeichnen? Ja, mit Leib und Seele, würde ich sagen. Ja. Ich liebe meine Tiere, ich liebe meine Familie und meine Frau, aber ich liebe jede einzelne Kuh. Das gehört dazu. Wer ist das? Das ist die Lisa. Und ich kann ja auch den Vater sagen und den Großvater und die Großmutter, wenn Sie wollen. Wir kennen, die haben Familienanschluss bei und uns, diese Tiere. Das ist die Susi. Sie kennen jetzt wirklich jede Kuh? Ja, natürlich. Zusatzkraftfutter aus Übersee gibt es hier nicht, nur Gras von der eigenen Wiese. Gras ist ein sehr gutes Futter, aber halt teuer in der Produktion. Wir mähen unser Gras 5-mal im Jahr. Und alles diese Kosten, wenn ich umlege auf den Milchpreis, brauchen wir diese 4 vor dem Komma. Die tut uns richtig gut. Die brauchen wir, um das so zu erhalten, auch unsere Landschaft, unsere Kulturlandschaft, wie sie jetzt ist. Auch das ist Alois Hartl wichtig. Für ihn gehören Kühe und damit auch die vielen kleinen Höfe mit zum Landschaftsbild. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Und endlich darf ich jetzt mal was machen, was ich schon als kleiner Junge immer mal tun wollte. Ja. Schmeckt wie Milch. Beste Qualität. Sehr gut. Herr Hartl, auch Kühe werden mal krank. Ja. Wie oft bekommen Ihre Kühe Antibiotika? Ganz einfach zu sagen, so oft als nötig und so wenig wie möglich. Was heißt das denn konkret? Ich erkenne das schon im Vorfeld und versuche im Vorfeld über die Homöopathie die Abwehrkräfte der Kuh zu steigern. Und erst wenn die Kuh wirklich sagt, jetzt hat sie Fieber, jetzt hat sie eine starke Entzündung, dann muss sie mit Antibiotika ran. Das ist wie überall auch. Darf die dann gemolken werden? Nein, natürlich nicht. Diese wird nicht in den Verkehr gebracht, diese Milch. Und sie wird auch wieder untersucht, bevor ich sie in den Verkehr bringen will, wird sie vorher untersucht, ob sie frei ist von jedem Antibiotika. Die reine Grasfütterung hat Vorteile. Sie erhöht die Milchqualität und bringt mehr Omega-3-Fettsäuren, vorausgesetzt, die Milch wird nur sehr kurz erhitzt. Was mich bei Hartl beeindruckt, weil er nur Gras füttert, gibt sein Fleckvieh weniger Milch als zum Beispiel die Kühe am Niederrhein. Bayerische Kunden schätzen aber offensichtlich diese Qualität und unterstützen die regionalen Produzenten. Doch fast die Hälfte der in Deutschland produzierten Rohmilch landet nicht bei uns, sondern im Ausland. Hilft es da überhaupt, wenn wir Verbraucher beim Kaufen von Milch auf Fairness und regionale Produktion achten? Was geht in Ihnen vor, wenn Sie durch Discounter gehen und sehen, ein Liter Milch zum Verkaufspreis von 60 Cent? Ja, da brennt mir die Seele, weil einfach unser Produkt, wer mich schon mal produziert hat, das ist ein sehr mühsames Geschäft. Wir melken alle 12 Stunden unsere Tiere, wir füttern alle 12 Stunden, Samstag, Sonntag, Feiertag. Ob meine Frau Geburtstag hat oder ob die schwanger war, oder ich kann ja noch 1000 Beispiele aufzählen, Weihnachten, Neujahrstag, wir sind immer da. Tiere brauchen ja fast 24 Stunden Betreuung. Und wenn dann so mit schon hart verdientes Produkt so verramscht wird, das mindert auch, sage ich mal, nicht die Qualität, aber dieses Produkt wird einfach gemindert. In Berchtesgaden habe ich eine Genossenschaft kennengelernt, die ihre Genossen ernst nimmt, anständig bezahlt und ihre Produkte, obwohl sie teurer sind, an die Verbraucher bringt. Liegt es also doch an uns? Ist Geiz immer noch geil? Das will ich genauer wissen und fahre zurück nach Nordrhein-Westfalen. In der Düsseldorfer Innenstadt mache ich eine Umfrage. Das Ergebnis überrascht mich. Was würden Sie denn für die Milch bezahlen, wenn Sie wüssten, dass Landwirte davon leben könnten? Was wäre Ihnen das wert? Ja gut, ich würde gerne 20 oder 30 Cent mehr geben. Also bis maximal 1,50 Euro. Also ich bin der Meinung, der Milchpreis könnte auch ein anderer sein. Der würde genauso gekauft, weil es einfach ein Grundnahrungsmittel ist. Ja, 1 Euro? 1 Euro könnte das auch sein. Ich glaube nicht, dass das den Verbraucher so maßgeblich stören würde. Auch 1,30 Euro pro Liter Milch. Wären Sie bereit zu? Ja. Die Bereitschaft, mehr zu zahlen, scheint also da zu sein. Vor allem dann, wenn beim Verbraucher ein gutes Gefühl erzeugt wird. Zum Beispiel mit der Weidemilch von Arla. Draußen zu sein macht glücklich.
auf unsere Weidekühe. Und das Glück, draußen zu sein, kann man jetzt schmecken. Mit unserer leckeren, haltbaren Ala Weidemilch. Mit der so oft wie möglich draußen Garantie. Ala Foods ist die Nummer 3 in Deutschland mit 10,6 Milliarden Euro Umsatz. Präsent in 30 Ländern und 13.400 Milchgenossen. Kaufe ich mit der Weidemilch von Ala also wirklich ein gutes, ein faires Produkt? Noch einmal spreche ich mit Doris Gräfe von der Verbraucherzentrale. Jetzt könnte ich als Verbraucher sagen, ich möchte, dass es den Kühen besser geht und greife ins Regal und sehe Weidemilch mit einer lachenden Kuh vorne drauf. Mache ich damit alles richtig? Das sagt erstmal gar nichts. Von ausgewählten Höfen mit saftigen Weiden, das sagt auch gar nichts. Also ein gutes Gewissen hätte ich dann, wenn Ala die Kriterien freilegen würde, auch, wir schreiben es schon auf der Verpackung, aber wenn das grundsätzliche Problem bei der Weidemilch ist einfach, dass keine externen Kontrollen da sind. Auch Milchbauer Elmar Hannen liefert an Ala. Ich habe ihn als einen Mann kennengelernt, dem das Wohl seiner Tiere sehr am Herzen liegt. Wäre Weidemilch nicht was für ihn? Wo es doch gerade am Niederrhein so viele saftige grüne Wiesen gibt. Ich fahre noch einmal nach Kleve und erfahre schnell, wo das Problem liegt. Was bekommen Sie denn für Weidemilch mehr als für die normale Milch? Roundabout 1 Cent mehr. 1 Cent? 1 Cent, also das wären aktuell 28 Cent plus 1 Cent, wären 29 Cent. Und was bräuchten Sie, damit es sich für Sie rechnet? Die Berechnungen belaufen sich ungefähr bei 2 bis 2,5 Cent, die ich mehr aufwenden müsste pro Liter Milch, wenn ich die Tiere auf der Weide halte, sprich 8, 9 Monate im Jahr. Und wenn ich dann nur 1 Cent mehr bekomme, rechnet sich's für mich nicht und auch für meine Berufskollegen nicht. Mal angenommen, Sie würden jetzt 5 Cent den Liter mehr bekommen, weil für mich gehören Kühe am Niederrhein auf die Weide. Was wäre da Ihre Reaktion oder vielleicht auch die Ihrer Kollegen? Für mich wäre die Entscheidung dann klar. Bei 5 Cent wären unsere Kühe draußen. Unglaublich. Während Weidemilch im Schnitt im Laden gut 30 Cent pro Liter mehr kostet als konventionelle Milch, bekommt der Milchbauer gerade mal 1 Cent mehr. 1 Cent. Die Weidemilch der Ala-Marke Hansano kostet 69 Cent den halben und über 1 Euro den ganzen Liter. Ich schreibe an Ala und bitte um ein Interview. Womit begründet das Unternehmen den viel höheren Verkaufspreis der Weidemilch? Erst als ich noch mal vor Ort nachhake, bekommen wir eine schriftliche Stellungnahme. Die Vergütung von gerade mal 1 Cent mehr pro Liter an ihre Genossen begründet Ala mit sehr hohen Anlaufkosten für das neue Produkt. Das Unternehmen schreibt: Wenn sich die Investitionskosten amortisiert haben, werden wir auch in der Lage sein, unseren Landwirten einen höheren Aufschlag auszuzahlen. Außerdem begründet Ala den hohen Preis ihrer Weidemilch auf Bioniveau mit nötigen getrennten Lagern, Abholungs- und Verarbeitungsprozessen für ihre Weidemilch sowie mit der aufwendigen Entwicklung einer neuen Verpackungsart. Kleinere Milchbetriebe wie der von Elmar Hannen können sich kaum noch über Wasser halten. Lässt sich mit mehr Kühen denn auch mehr Geld verdienen? Ich fahre dahin, wo die Höfe am größten sind, nach Mecklenburg-Vorpommern. Zum ersten Mal sehe ich einen Hof, den man als Milchfabrik bezeichnen könnte. 1500 Tiere gibt es hier. 650 Milchkühe allein in diesem Stall. Ist das die Lösung? Schaffen es Milchbauern nur so, mit Hilfe modernster Technik wettbewerbsfähig zu bleiben? Christian Karp ist der Chef. Er führt den Familienbetrieb und hat mittlerweile 15 Festangestellte. Pro Tag produziert er 19.000 Liter, 7 Millionen im Jahr. Herr Karp, wenn man jetzt so in den Stall blickt mit über 650 Kühen, was sagen Sie denjenigen, die sagen, das ist ja schon fast eine Tierfabrik? Kühe kommen aus der Natur aus großen Rudeln und der Kuh ist es egal, ob sie 30 Kameraden oder 300 Kameraden im Stall hat. Im Gegenteil, die Kuh fühlt sich in seiner großen Runde auch sehr wohl. Kommen Ihre Kühe raus? Also ja, sehen die auf Wiesen? Wir sind Freunde von Weidehaltung. Die können hier rundherum auf den Weiden laufen. Auch als Jungtiere sind sie den ganzen Sommer draußen. Das ist uns einfach wichtig. Christian Karp bekommt dafür, dass seine Tiere an schönen Tagen draußen sind, keinen Cent mehr. Noch kostengünstiger als bei Karp geht es kaum. Dennoch reicht es nicht. Wie viel Verlust machen Sie denn im Moment pro Monat? 60.000 Euro. 60.000 Euro. Ja.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie sich vergrößert haben? War das Ihre alleinige unternehmerische Entscheidung? Ja, uns wurde von der Politik und vom Bauernverband immer berichtet, dass der chinesische Markt so viel Milch braucht, dass wir die Milch produzieren sollen und dass sie auch gut bezahlen werden wird. Und da haben wir uns darauf verlassen und haben investiert. Und letztendlich die Investitionsentscheidung war natürlich unsere eigene unternehmerische Entscheidung. Christian Karps Vorwurf an den Bauernverband und die Politik. Über Jahre hätten beide das Motto ausgegeben, wachse oder weiche. Seine Entscheidung, hohe Schulden für den modernen und tiergerechten Offenstall zu machen, hätte er sonst gar nicht getroffen. Was tut der Bauernverband, was tut die Politik, um Ihnen als Milchbauern aus der Misere zu helfen? Zurzeit gar nichts. Gar nichts? Sie reden von Liberalisierung, der Markt wird es schon regeln. Klar, der Markt regelt das auch, aber natürlich nicht so, wie das der Verbraucher vielleicht möchte oder wie die Bevölkerung das möchte. Christian Karp meint damit, dass der Verbraucher nicht mal weiß, woher die Milch kommt, die er trinkt. Seine Milch wurde schon wegen hoher Qualität ausgezeichnet, landet aber am Ende im selben Tank wie die der Nachbarn. Auch mit den Molkereien hat er längst gebrochen. Er liefert schon aus Prinzip an einen Milchhändler auf Basis kurzfristiger Verträge. Sein Hauptvorwurf an die Molkereien? Sie müssen zu alt und die sagen, ich kann meine Milch zu dem Preis nicht verkaufen. Warum ist die Milch denn für 55 Cent im Laden im Moment? Das geht gar nicht. Da weiß die Molkerei genau, dass sie die Milch verkaufen muss zu Preisen, wo der Bauer nicht von leben kann. Das ist doch, das darf doch gar nicht passieren, sowas. So ein Vertrag darf keiner schließen. Aus meinen Recherchen weiß ich, dass Genossenschaftsmolkereien wie Ala Foods oder Friesland Campina immer mehr im Ausland investieren. Was sagen Landwirte wie Christian Karp dazu? Ja, das verstehe ich überhaupt nicht. Wir machen unseren eigenen Markt kaputt. Wenn die Genossenschaftsmolkereien in Asien irgendwo Milchviehmolkereien aufbauen, ist das unser Wettbewerb. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Was mir Christian Karp sagt, passt zu einer Studie des Büros für Agrarsoziologie und Landwirtschaft. Die Wissenschaftler haben die Jahresbilanzen großer Molkereien ausgewertet und kommen zu dem Schluss, dass viele Molkereien ihre Gewinne nicht angemessen an ihre Erzeuger weiterreichen. Was hat das für Auswirkungen, wenn die Milchbauern sterben? Ich fahre mit Christian Karp nach Bruno, einem kleinen Dorf mit 325 Einwohnern. Wir sind mit Helge Diekmann verabredet. Er ist Leiter der Agrargenossenschaft, dem größten Arbeitgeber im Dorf. Und er ist auch Chef des einzigen Dorfladens. Ist die Welt noch in Ordnung, ne? So einigermaßen, ja. Tag, Christian. Tag. Na? Diekmanns Genossenschaft übernahm auch den Dorfladen, als der vor ein paar Jahren geschlossen werden sollte. Mittags kann man hier essen, ansonsten das Nötigste einkaufen. Vor allem aber ist der Laden ein Treffpunkt. Noch arbeiten in der Genossenschaft 35 Menschen. Wenn der Milchbetrieb schließt, werden es nur noch 8 im Ackerbau sein, sagt Diekmann. Und für den Laden käme dann auch das Aus. Die Arbeitskräfte gehen nicht auch hier in dem Tante-Emma-Laden einkaufen? Die kaufen wir ein, die essen hier Mittag, die sind hier auch zu Hause. Ich sag mal, sind nicht irgendwelche Leute, sondern die sind alle in der Region beheimatet. Und deswegen machen wir uns das auch nicht so einfach und nehmen diese soziale Verantwortung, die wir hier irgendwo haben, auch wahr. Stirbt der Bauer, stirbt das Dorf, sagt man. Die Schweinemast hat Diekmann schweren Herzens im September schließen müssen. Was erwartet er von der Politik, damit sein Milchbetrieb nicht im nächsten Jahr in die Knie geht und die nächste Entlassungswelle kommt? Es wäre relativ einfach, mit wenigen Mitteln ohne Hilfe der Steuerzahler über die EU, sprich über Brüssel, ganz knallhart durchzusetzen, dass im Falle von Überproduktion die Produktion zurückgefahren wird. Und wir reden ja nicht über 10 oder 15 oder 20 Prozent. Ich denke, dass eine kurzfristige, bei Überproduktion eine kurzfristige Rücknahme der Produktionsmenge um 2 bis 5 Prozent schon ein ganz Riesenerfolg wäre und dass sie sich sofort auf den Markt auswirken wird. Der Bauernverband will mir kein Interview geben, schreibt aber die Aussage, der Markt wird es richten, stamme nicht vom Bauernverband. Im selben Antwortschreiben heißt es, auch wenn unsere Betriebe wettbewerbsfähig sind, sind sie selbst weiter gefordert, Kostenstrukturen und Effizienz im Blick zu behalten. Das hört sich für mich an wie, kümmert euch um euch selbst.
Sieht das Landwirtschaftsminister Schmidt genauso? Ich habe mit Betrieben gesprochen, die sagen, uns steht das Wasser bis zum Hals, die bis zu 10 Cent pro Liter im Moment weniger haben. Ich würde Ihnen das ganz gerne mal kurz zeigen. Das ist einfach nur eine Reaktion von Milchbauern, die ich so in den vergangenen Monaten gesammelt habe. Ich stecke jedes Monat 7.000 bis 8.000 Euro in den Betrieben rein. Die Rücklagen sind genommen worden. Und jetzt vorige Woche haben wir das erste Geld an der Bank geholt. Wie lange kommen Sie noch klar? Meine Frau schimpft schon. Sie sagt, ich gebe euch noch bis April und dann wird der Betrieb dicht gemacht. In der Tat. Deswegen habe ich Liquiditätshilfe, Sofortprogramm mit über 70 Millionen, die jetzt zu sehr günstigen Konditionen als Überbrückungshilfe da sind, noch bis zu 10.000 Euro bar auf die Hand. Kritiker würden jetzt sagen, das ist ein Sterbegeld. Also das ist natürlich eine Hilfe, ja, das kann man nicht leugnen. Aber löst das die Krankheit oder ist das nur eine Symptomlinderung? Der Staat kann den Markt nicht führen. Mhm. Das geht daneben. Habe ich Sie richtig verstanden, Herr Schmidt, dass diese Milchmarktbereinigung, so wie sie derzeit stattfindet, auch mit Ihrer Hilfe, mit Ihren Möglichkeiten nicht ganz zu stoppen ist? Wenn Sie die Prognosen der EU ansehen und die Bevölkerungsentwicklung, dann werden wir in der Welt im Jahr 2050 9 Milliarden Menschen sein. Die wollen alle trinken, ich hoffe, viele Milch trinken. Deswegen sind die Perspektiven für den Milchmarkt ja gar nicht schlecht. Warten auf das Jahr 2050? Und wovon sollen die Landwirte heute ihre Rechnungen bezahlen? Mit einem 10.000 Euro Hilfskredit? Ich fahre noch einmal zu Elmar Hannen nach Kleve am Niederrhein. Er macht im Moment jeden Monat über 10.000 Euro Miese. Doch er kämpft weiter. Weil er auch für 2016 keine Besserung beim Milchpreis sieht, hat er einen kleinen Laden eröffnet, inklusive Schnitzel vom Bioschwein. Außerdem hat er eine Milchtankstelle eröffnet. Doch ist das die Lösung, 60 Liter Milch an der Milchtankstelle zu verkaufen, wenn man 6.000 Liter am Tag produziert? Herr Hannen, das, was Sie hier anbieten, als was würden Sie das bezeichnen? Hilft Ihnen das über die Misere hinweg? Das ist ja jetzt mehr oder weniger so ein bisschen aus der Not geboren. Wir haben die Probleme am Markt, sage ich mal, unser Einkommen zu erzielen. Und deswegen noch mal wieder der Weg anders, und zwar direkt zum Kunden, und zu sagen, was erwartest du von uns, was können wir für dich tun? Die Leute kommen auf den Hof, wollen nicht nur Milch kaufen, sondern die wollen auch mal über den Betrieb laufen, ein Kälbchen streicheln und sehen, wie es abläuft. Und man nimmt denen, sage ich mal, die Ängste und sagt, kommt rein, wir haben nichts zu verbergen, kommt gucken. Landwirt Hannen liegt im Trend. Auf meine Anfrage an alle Discounter und Einzelhandelsketten, wie sich der Markt für regionale Milchprodukte entwickelt, habe ich von Lidl, Aldi, Rewe und Co. eine klare Antwort bekommen. Rasant. Aber profitiert dann auch der Milchbauer von dieser Entwicklung? Mein Fazit, egal was Einzelhandel, Molkerei oder Politik machen, am Ende sind die Milchbauern die Leidtragenden. Sie sind das schwächste Glied in der Kette. Aber das Gute ist, für diese Landwirte können wir alle etwas tun, wenn wir im Supermarkt nicht einfach die billigste, sondern die fairste Milch kaufen. Wir haben es buchstäblich in der Hand.